Liebe Camilla, liebe Lisa, herzlich willkommen zum Zimmerduell. Hi. Dankeschön. Die erste Frage ist, wer von euch beiden ist denn die Erste beim Frühstück? Das ist leider keine Übereinstimmung. Herr Gabel? Sprecht euch aus. Ja, wir sind ja, wir kennen uns schon so gut, dass wir gleichzeitig zum Frühstück gehen. Ja. Deswegen. Ach, habe ich so gemacht? Ja, ach, nee, ich wollte es runter machen. Nee. Dann, Entschuldigung, aber ich mache mir Platz vielleicht bei der immer zweiten den Vortrag. Immer Camilla zuerst. Okay. Ja. Wer von euch beiden hat denn morgens die bessere Laune? Oh. Ja, machen wir wieder so. Ich glaube, ich weiß es. Das lasse ich jetzt einmal gelten. Beim nächsten Mal würde es aber nicht mehr zählen, weil das ist zu eindeutig, der Hinweis, Lisa. Komm, Lisa. Ach so. Oh, gut, also, Entschuldigung. Jetzt. Wer verbringt von euch beiden mehr Zeit auf Instagram? Oh, das ging schnell. Wie kommt das? Also, es ist ein Punkt. Okay. Ja, ich verbringe schon die ein oder andere Minute auf Instagram. Und ich denke einfach mal, dass Lisa nicht so viel auf Instagram unterwegs ist. Wieso? Ich habe da auch ein paar Kanäle. Cam ist da mehr unterwegs. Der Generation entsprechend. Genau. Würde ich auch sagen. Genau. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Ihr habt 2 Übereinstimmungen von 3 bisher. Wer von euch beiden trinkt denn mehr Kaffee? Wir haben Diskussionsbedarf. Leider keine Übereinstimmung. Was hast du denn jetzt? Ihr trinkt beide gerne Kaffee, richtig? Ja, aber du hast doch erst vor ein paar Tagen damit angefangen. Entschuldigung. Also, ganz sicher nicht. Hä, hey, wenn ich einen anbiete, sagst du nein, danke. Ja, ich mache ja lieber selber. Ach, deshalb. Oh, ich muss sagen, aber hier im Trinksaal ist auch ein bisschen viel. Hm. Kommen wir zu Frage 5. Wer von euch beiden legt mehr Wert auf seinen Style? Hast du schon? Jetzt komm schon. Punkt. Boah, stark. Ja. Du hast aber auch sehr schönen Style. Danke. Aber dein Style gefällt mir auch. Nein, aber deiner. Nee, deiner. Jetzt komm. Deiner. Schön. Wer von euch beiden suchtet mehr Netflix? Punkt. Oh, richtig gut. Habt ihr eine Lieblingsserie aktuell oder einen Film? Ich gucke gerade The Lincoln Lawyer, die Serie. Die gefällt mir sehr gut. Ich gucke keine Serie. Du machst Netflix. Aber ja, also ich gucke nicht so viel. Ich habe eine geguckt, die ist aber nicht auf Netflix. Ted Lasso. Absolute Lieblingsserie. Wer von euch beiden ist der größere Hitzkopf auf dem Platz? Na, wir haben wieder Diskussionsbedarf. Ihr nennt euch beide selbst. Seid ihr beide hitzig auf dem Platz? Ich würde schon sagen. Ja, doch, durchaus. Ja. Also, mein erster Eindruck von Lisa war, dass sie hitzig auf dem Platz ist. Aber. Ehrlich? Also, hitzig oder witzig? Oh Gott. Beides. Aber man muss ja sagen, wir haben ja jetzt noch nicht zusammen gespielt. Nee, genau. Von ja, daher genau. Ist es ein bisschen schwierig. Sie hat mich ja auch noch nicht auf dem Platz. Genau. Und neben dem Platz ist sie halt wirklich ein Engel. Deshalb hätte ich jetzt eher auf mich. Du bist zu gut zendiert. Ja. Schade. Haben wir aber geklärt. Jetzt. Haben wir geklärt. Wer von euch beiden hat mehr Angst vor Geistern? Oh mein Gott. Aber nur, weil ich glaube, dass du das sagst. Ja, das ist ein Punkt für euch beide. Ja, ist ja klar. Wir hatten doch jetzt erst Geister. Ich mit den Geistervideos? Ja. Camilla hat ein paar Geistervideos auf ihrem Handy. Oh ja, Gott, gehen wir nicht weiter drauf ein jetzt. Okay, nächste Frage. Wer von euch beiden ist denn die schlechtere Verliererin? Weil das ein oder die ein oder andere Challenge gab es vielleicht heute auch im Laufe des Tages. Das ist nicht so easy.
Punkt für euch. Boah, hast du auch? Echt der Wahnsinn. Stark. Ja, also ja, verlieren ist halt auch doof. Ja, genau. Richtige Mentalität hier. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wer würde von euch beiden denn eher im Dschungelcamp teilnehmen? Hm. Keine Übereinstimmung. Kamala, was hast du jetzt bitte genommen? Ach, ja, dich. Ich habe gesagt, beide nicht, soll das, was ja, soll das okay, heißen. Ja, Wäre ich auch überlegt. Wer von euch beiden diskutiert häufiger mit der Schiedsrichterin? Darf man irgendwas sagen? Ja, wenn es nicht hinweisend auf die Antwort ist, du kannst ja mal kurz laut denken. Also, aber ich denk bin mal Schiedsrichter, kurz laut, also fang nicht an zu diskutieren. Wir sind ja beide Hitzköpfe, haben wir herausgefunden. Hm. Glaube ich, nehme das hier. Ah, Mensch, Punkt für euch. Ey, wirklich? Ja, Mensch, gut. Wir kennen uns schon so lange. Ja. Eingespieltes Team. Mhm. Wer von euch beiden bringt Leute eher zum Lachen? Sei ruhig ehrlich. Okay. Punkt für euch. Ja, sehr gut. Aber du bist auch schon witzig. Ja, wenn ich auftauche. Ja. Ich glaube, hier so die Harmonie, ne? Das stimmt schon. Ja, wir bringen uns gegenseitig. Genau. Wer von euch beiden ist pünktlicher? Punkt für euch. Ach, ja, sehr gut. Stark. Ach, nicht gut. Also, das ist klar, es geht nur um die Punkte. Inhalt ist nicht wichtig. Okay. Wer liegt häufiger auf der Massagebank? Oh. Oh, das ist natürlich. Derzeit. Sagen wir, machen derzeit, ja? Aber. Ja. Ja. Doch, wir haben uns. Ja. Punkt für euch. Ja, wir sind so gut. Das ist jetzt eigentlich auch nicht so gut für uns. Gar keine gute Werbung für uns. Nee. Und aber nur, weil wir uns dann da sehen auch. Ja, das hat, ja. Und die letzte Frage lautet, wer von euch beiden kommt ohne Google Maps einfach nicht ans Ziel? Also wer braucht Google Maps häufiger? Lisa hat ihre Antwort. Hast du schon? Mhm. Sei ehrlich. Punkt für euch. Ja. Sei ehrlich, wollte ich noch sagen. Ja, das war doch jetzt top. Ja. Und ich glaube, wir sind zweistellig geworden auf jeden Fall. Ja, Wahnsinn. Hätte ich am Anfang da nicht immer so rumgealbert, da wusste ich nicht, dass das wirklich wichtig ist. Mhm. Also das ist so ein Punkt. Aber das ist, das ist dafür, dass ihr doch neu bei uns seid, ist das hervorragend. Hey, schön, dass ihr da seid.